Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag. Heute ist der 4. November 2023. Es ist 8.20 Uhr. Und ich mache gerade Frühstück, war im Bad. Sport habe ich noch nicht gemacht. Mache ich dann nachher zwischen den beiden Streams. 10 Uhr geht der Stream los. Baldur's Gate 3. Und bis dahin gibt es noch ein Brötchen und einen Kaffee. Und dann gucken wir mal. Wer so früh überhaupt schon am Start ist, wahrscheinlich eher weniger Leute. Der Großteil wird noch schlafen oder hat andere Dinge zu tun. Gestern Abend im Alan Wake Stream oder gestern Nachmittag meinten auch schon ein, zwei Leute, ja, morgen Vormittag bin ich unterwegs, kann ich nicht. Ja, das ist okay. Ich habe ja heute Nachmittag auch nochmal einen Stream. So, 16 Uhr. Da sind wir dann mit Spider-Man verabredet oder mit den Spider-Mans. Es gibt ja mehrere. Ja, das ist es. Wochenende ist da, blauer Himmel, Sonnenschein, aber glaube ich recht kühl. Unrasiert, passend zum Baden, den ich gleich in Baldur's Gate darstellen werde. Der hat auch einen Bart, der ist aber komplett weiß. Und der hat lockige Haare, nicht so ein Mittelscheitel wie ich. Jo, was habe ich gestern noch gemacht? Ich habe gestern noch eine Folge von Buddies geguckt. Ich glaube, ich werde die Serie heute dann mal zu Ende schauen. Ich habe gestern eine Folge von Loki geguckt. Eine Folge kommt noch, dann ist auch die zweite Staffel rum. Nebenan machen die Kinder schon wieder Wettrennen. Vor ein paar Tagen im Hausflur getroffen. Mama mit drei Kindern, eins im Kinderwagen und zwei im Schlepptau. Und dann noch der Mann, die leben halt zu fünft neben mir. Es ist immer krass, wie kleine Wohnungen, die so große Familien beziehen und dass es da laut ist. Ist halt so, ne? Naja, aber ist dann auch nur eine Frage der Zeit, dass die vielleicht was Größeres brauchen, wenn die Kinder größer werden. Ja, ich für meinen Teil habe jetzt mich bei Charlotte wieder beworben. Wenn ihr euch fragt, was ist das? Das ist eine Baugenossenschaft in Berlin. Die haben vor 2 Jahren schon in Steglitz Dachgeschosswohnung ausgebaut. Und jetzt werden die nächsten Objekte frei und man merkt schon, die Preise jetzt sind noch ein bisschen höher als die zu vor 2 Jahren. Und ich glaube, in diesen Objekten, die sie jetzt vermieten, sind auch keine Küchen mehr mit drin. Letztes Mal waren da auch noch voll Küchen mit dabei und Herd und Kühlschrank und alles dabei. Ich glaube, diesmal ist das nicht der Fall, zumindest ist es nicht so ausgeschrieben. Und dann gucken wir mal. Ich meine, mit 45 kann man sich auch mal seine erste eigene Küche kaufen. So wäre es jetzt nicht, ne? Ja, Essen ist ja wichtig für mich. Von daher brauche ich eine Küche. Ich kann auch nicht in eine Wohnung ohne Küche ziehen. Das geht nicht. Aber wir müssen ja erstmal auf die Liste kommen von denen, wo sie sagen, ja, den nehmen wir. Oder die nehmen wir. Oder ja, ich habe mich jetzt für 4 Wohnungen beworben. 4 2,5-Zimmer-Wohnungen. Nochmal ein halbes Zimmer mehr als hier. Aber ich glaube, die sind einfach anders geschnitten, weil von den Quadratmeterzahlen her sind 2 bei 60 Quadratmeter, also so viel wie ich hier habe. Oder sogar noch ein bisschen weniger als ich hier habe. Ich glaube, ich habe hier 66 und dann sind 2 auf 70 Quadratmeter. Mal gucken, ob es was wird, ob es klappt. Ist halt eine Wohnungsbaugenossenschaft und da musst du eigentlich Mitglied sein. Und Neubau ist aber eine Möglichkeit, in die Genossenschaft reinzukommen, ohne Mitglied zu sein. Aber ich denke mal, auch die Mitglieder innerhalb der Genossenschaft werden da einen Blick drauf haben. Und im Zweifelsfall kriegen die natürlich ja, die Bevorzugung, ist wie es ist. Ja, Nadine hatte letztens beim Haareschneiden auch gesagt, sie sagt mir Bescheid, wenn sie was in Oranienburg sieht, findet, hört. Und wir schauen mal, wir sind weiter dran. Ja, ja. Ansonsten habe ich gestern ein Glas Wein getrunken. Habe 1,5 Kilo Butter gekauft und Mehl und Zucker, damit ich mit den Plätzchen dann nächstes Mal anfangen kann. So. Und bin irgendwann um 23:30 ins Bett. Und heute um 8.15 Uhr bin ich wieder zu mir gekommen. Zumindest vor den Trampelkindern. Es ist schöner, selber wach zu werden, als durch komische Geräusche geweckt zu werden. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ob das so wirklich ist und irgendwie durch Studien bewiesen, ich wage es zu bezweifeln. Gut, dann habt einen schönen Samstag. Ich werde jetzt schnell noch ein Brötchen reinschieben. Ah, die Heißluftfritteuse hat fertig frittiert oder besser gesagt fertig gebacken. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim Stream.
Welchen könnt ihr euch aussuchen? Vielleicht beide, vielleicht den ersten, vielleicht den zweiten, vielleicht von jedem ein bisschen. Ich weiß es nicht. Gut, dann schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Und bis demnächst. Tschüss.